Hey, Mariechen, wie geht's? Hallo Simone, es geht gut, danke schön. Guck mal, hast du eine Minute? Ja, toll. Ich habe hier Liederzyklus gefunden, also 12 Lieder, Studentenliedertexte und vertont von Adolf Jensen. Also du weißt schon von dem Freund von Brahms und so weiter. Und Scheffel hat die Texte geschrieben, also der Karlsruher Dichter, ja. Und ich finde aber nicht sehr viel über ihn, über diese Lieder allgemein. Also da gibt es sowieso fast gar nichts drüber. Und ich denke, wir sollten da bei der Scheffel-Gesellschaft oder sowas mal nachfragen. Was meinst du? Ja, klar, lass uns das machen. Ja, super, freue ich mich. Dann können wir uns einfach beim Scheffel treffen und dann gehen dahin, oder? Okay. Ja, dann beim Scheffel. Alles klar, ich freue mich. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Mariechen, da bist du ja. Hey. Bitte schön, hier sind wir. Ja, das ist monumental. Wahnsinn, ne? Aber Hier. hier, also hier können wir nicht sehr viel lernen von dem. Nee, dann gehen wir halt weiter. Ja, Schauen genau. wir mal. Nach In die da? Richtung würde ich mal Ja, sagen. gut. Ah, schau mal, ich glaube, hier sind wir richtig. Scheffel starb hier, aber ich denke, das muss auch deren Familienhaus gewesen Ah, ich sein. meine, du hast recht. Aber wir müssen jetzt zur literarischen Gesellschaft. Genau. Also dann doch zum Prinz-Max-Palais vor. Ja, Okay. genau, so Ja, dann machen wir lass uns das. noch da Ja. gehen. Ja. Hey, schau mal, ich glaube, wir sind richtig jetzt. Prinz-Max-Palais, Ja, toll. literarische Gesellschaft, rein mit Ja? uns. Klar. Im Scheffel-Eck sitzen wir gerade. Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Also, man fühlt schon die Luft, die ist hier eine andere. Hey, Genau.
Also wir sind auf den Spuren Scheffels gerade, weil wir einen Zyklus von Jensen ausgegraben haben über Gaudiamus. Und da wollten wir Sie doch zuerst mal fragen, war denn Scheffel so ein heiterer Geselle? Weil diese Stücke sind ja wirklich sehr frech und heiter geschrieben. Heiterer Geselle war vielleicht, aber immer gebrochen. Und die Rezeption vom Gaudiamus, also von seiner Sammlung, ist auch nicht ganz in die richtige Richtung gegangen. Es hatte ja doch einen kleinen, auch kritischen Unterton und Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, die da ja auch eine Rolle spielt. Aber er ist in diese Ecke gestellt worden, durchaus. Und es gibt eine Briefstelle von ihm, wo er sagt, es sei ihm völlig klar, dass er jetzt also auch in diese Trinkerecke gestellt wird. Aber er war ja mit vielen Studenten und mit Studentenverbindungen zusammen in Heidelberg, auch in München, wo er studiert hat. Und von daher war ihm das ganze Milieu natürlich nicht fremd. Also das war so ein waschechter Student, so kann man sich das vorstellen. Hatte so sein Büchlein dabei, ging in die Bar und hat heiter darauf rumgesungen. Ja, so in etwa. Ja, so kann man sich sicherlich vorstellen. Das ist ein gutes Drehbuch. Aber Sie müssen sich vorstellen, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, also auch gerade in den 50er, 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, dann die Universitätsstädte. Und es gibt ja noch, sagen wir mal, einige, wo man so ein bisschen das Gefühl auch haben kann, wie es mal gewesen sein könnte. Dann war es bestimmt keine Bar. Oder war es auch keine Bar, wo ein weibliches Publikum war? Das war eine reine Männergesellschaft, keine Frage. Das Fröhliche war schon da, dass man also sehr in enger Freundschaft und Verbundenheit seine Rituale hatte. Und zu diesen Ritualen gehörte auch natürlich die Weinseligkeit, wenn man so will. Ob es immer gleich in die Sauferei abgedriftet ist, weiß ich nicht so gar nicht. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, ob das nun wirklich immer so gewesen ist. Man weiß, dass Scheffel also so viel eigentlich gar nicht nachher, also nicht jeden Tag zumindest, die Mengen getrunken hat, von denen man glaubt, das aus dem Gaudiamus abzuleiten. Ne? Mhm. Aber er sagt das ja auch schon in der Einleitung und in der Würdigung so ein bisschen mit Heidelberg und warum er das schreibt. Und die Lieder sind natürlich berühmt und noch heute kriegen wir Anfragen von den Kommerzbuchverlagen. Ein Kommerzbuch ist wie ein Liederbuch in der Kirche, vielleicht auch deswegen so gemacht. Das heißt, damit man dann, je mehr Wein man getrunken hat, vielleicht noch gerade lesen konnte, was die Zeilen sind. So 200 Seiten. Und das sind natürlich immer verschiedene, das sind reine, auch ganz traditionelle Studentenlieder, die man ja bis ins Mittelalter zurückverfolgen kann. Und noch heute kriegen wir Anfragen von den Kommerzbuchverlagen, die dann fragen, ob wir noch was anderes haben. Und Scheffel war ja in dem deutschen Kommerzbuch mit am meisten vertreten und im österreichischen auch. Es sind ja verschiedene. Ne? Mhm, es gibt also ja. Im österreichischen Kommerzbuch in Tübingen und Heidelberg und Marburg auch sind die ja noch sehr stark. Und wir kriegen auch regelmäßig Anfragen. Und auch dieses Gaudiamus Igitur, das ist also ganz berühmte, lässt sich also fast bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Ja, dieser Gedanke, dass er also ziemlich spät auch in seinem Leben solche Texte geschrieben hat, auch damit zusammenhing, dass es gewisse Melancholie oder gewisse Sehnsucht nach dieser Zeit, Studentenzeit irgendwie da war, in ihm war, dass er sich zurückgesehnt hat in diese Heidelberger Atmosphäre und so weiter. Nein, eine gewisse Form von Melancholie ist absolut richtig. Das Entscheidende ist erstmal, wo ist der große Bruch in seinem Leben? Der große Bruch ist 1848, 1849. Und er hat ja nie wieder ganz ins bürgerliche Leben zurückgefunden, wollte er auch nicht. Er hat ja Jura studiert und hat aber gleichzeitig immer dafür gekämpft, dass er auch in der Kunst tätig sein kann als bildender Künstler. Dann wird ihm in Italien klar, dass es vielleicht doch besser ist also als Erzähler, weil alle sagen, ja gut, okay, deine Ausbildung ist nicht schlecht als Maler, aber vielleicht bist du der bessere Erzähler. Also dieser Wunsch nach 1848, nach der Niederschlagung der Revolution, nicht in den juristischen Dienst, er war ja ganz kurz, zu gehen, sondern als Künstler zu leben. Das ist die erste Form von Reaktion für ihn gewesen und er setzt das ja auch dann bei den Eltern durch, dass er nach Italien gehen kann. Er hat eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, die selber auch schriftstellerisch tätig gewesen ist. Er kommt aus dem, wenn man so will, Bildungsbürgertum. Die Mutter hat also Dramen geschrieben, die auch am Theater in Karlsruhe hier aufgeführt worden sind. Und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, was noch nie aufgearbeitet worden ist, sie führte einen Salon und da waren sehr gewichtige Künstler und auch nur mal Künstlerin auf der Durchreise, aber auch welche aus Karlsruhe. Und das ist auch ganz transi als Frau. Gut, das war in der Romantik ja immer ein Topos, dass die Frauen wie Ralph von Van Hagen und andere, solche Bertine von Arnim, die da Salons geführt haben. Aber man muss sich das schon so vorstellen, hier in Karlsruhe, das war eine Adresse.
Es sind viele Gedichte dabei, die er relativ früh geschrieben hat. Und er wollte, auch anonym auch teilweise veröffentlicht hat, und er wollte eine Sammlung haben. Nun wusste er nicht genau, wie man das aufteilt. Deswegen diese Aufteilung in glaube ich, 5 Abteilungen. Und das ist dann für ihn so gewesen, die Möglichkeit, Altes und Neues zusammenzudenken und zu tun. Und eben unter diesem Titel Gaudeamus, und das war wie so ein, jeder wusste, was damit dann als Gesammlung auch gemeint ist. Und die Auflagen waren dann relativ hoch, die man dann gehabt hat. Und es sind auch sehr viele Prachtausgaben gekommen. Prachtausgaben sind immer die Ausgaben im 19. Jahrhundert, die dann eine gewisse Form der Ausstattung hatten. Buchdeckel, besseres Papier, Goldschnitt und dann eben auch sehr bekannte Illustratoren. Und in diesem Fall war es eben aber 1868 Anton von Werner, sein schon besserer Freund, aber auch künstlerischer Partner. Aber die Illustrationen sind auch wichtig, weil die ganz interessant sind. Zumindest ein Teil, was man ganz ehrlich sagen muss, nach 1870, 71, war er eigentlich ein Autor zumindest, der Reichseinigung. Und Bismarck und andere haben ihn sehr verehrt. Es gibt nur 2, 3 Tonaufnahmen, aber dass es die überhaupt gibt, von Bismarck. Und dann liest er aus dem Gaudeamus. Wie war denn das, als Sie ein Student waren? Haben Sie Lieder gesungen? Ja, aber nicht solche. Was meinen Sie denn? Also war das für das Studententum gut, zusammenzukommen und sowas Gemeinsames zu haben, gemeinsam Lieder zu singen, zusammenzukommen, ein bisschen die Gedanken auszutauschen, sodass man auf die Straße gehen könnte? Und bräuchte nicht die jetzige Studentenschaft vielleicht was Ähnliches? Naja, Sie haben ja hier studiert, Sie singen ja sowieso. Ja. Ganz natürlich. Und da muss man wirklich unterscheiden. A, hat sich natürlich etwas verändert. Es war früher nicht alles besser, aber vielleicht, also anders ja sowieso. Und in den traditionellen Universitätsstädten wie Marburg, Tübingen, Heidelberg und so weiter, da hat es immer eine Tradition gegeben. Das waren dann also von unserer Seite natürlich nicht die Burschenschaften, aber es war was anderes. Und wir sind natürlich auf die Straße gegangen. Wenn, dann haben wir natürlich auch noch 2, 3 Wein oder Bier bestimmte Lieder gesungen, aber die waren dann eher im Bereich der internationalen sozialistischen Zusammenkünfte. Völker hört die Signale und so weiter. Also das war schon irgendwie, es war eine andere Stimmung, aber dass man seine Diskussionsmöglichkeiten hatte, das war ja immer da. Gut, Stoß war an. Danke, oh, danke, dass wir hier sein durften. Haben Sie gut ausgesucht. Ein bisschen süß, aber gut ausgesucht. Das ist wirklich sehr felsig. Authentisch. Wow, oh, war das spannend jetzt, oder? Unglaublich. Also der Mann weiß so viel und wir haben einiges davon gelernt. Ja, und ne? Was du da ausgesucht hast. Ja. Ja, das freut mich richtig. Das macht richtig viel Lust. Ja. Schau mal, ja, was ich mitgebracht habe. Perkeo habe ich da. Oh gedacht. Ja, lass uns das machen. Bitte. Danke. Schön. Wow, das ist und tief. Zwar, ja, Bassschlüssel hier. Bassschlüssel, ja, da muss man mal wo umdenken. Genau, das okay. Ist dein F. Mhm. Das war der Zweck, Perkeo im Heidelberger Schloss. An Wuchse klein und winzig, an Durst riesengroß. Man schalt ihn an. Das große
Boah, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ganz, ganz toll. Was für Musik. Wir sollten mal nachforschen, ne? Über Jensen. Ja, vielleicht können wir jemanden von der Musikhochschule fragen. Das ja, gute Idee. Wäre nicht schlecht. Professor Seedorf vielleicht. Ja, ja, sehr gute Idee, ja.
Haben Sie gesungen als Student? Und wenn ja, was denn? Ich habe nicht nur als Student gesungen, sondern auch danach noch. Ich bin ausgebildeter Tenor. Und habe viele Konzerte gegeben früher. Aber gut, wenn man mal lustig beieinander war, habe ich auch gesungen. Ja. Aber das ist nicht der Hauptort gewesen, sondern es war tatsächlich eher Konzertsaal und Kirche. Dann musste man sie also gar nicht animieren. Nein, das musste man überhaupt nicht. Was denken Sie denn, warum hat denn Jensen diese Stücke gesucht? War der eher ein heiterer Gesell oder eher melancholisch? Wissen Sie? Ach, wie jeder gute Künstler war er, glaube ich, beides. Mhm. Nicht? Oder zumindest lassen seine Lieder das ahnen, dass er ein weites Spektrum menschlichen Empfindens auch abdecken wollte. Und dann spielt ja bei der Textsuche, also wenn ein Liedkomponist nach vertonbarer Lyrik sucht, immer auch eine Rolle, was begegnet einem zufällig oder was ist vielleicht auch gerade, heute würden wir sagen, angesagt. Und bei den Gedichten von Viktor von Scheffel aus diesem Zyklus Gaudeamus kann man sagen, das ist einfach sehr beliebte Lyrik seiner Zeit gewesen. Also so letztes Drittel des 19. Jahrhunderts, Kaiserreich, das war ganz, ganz wichtig. Und dann fand er natürlich auch in dieser großen Sammlung von Texten auch ganz unterschiedliche, eher witzige, satirische, eher sentimentale, ja, und viele Lieder einfach, die um Vergangenheit, aber auch um studentische Themen und Identitäten kreisen. All das, von dem er glauben konnte, dass das eine größere Zuhörerschaft interessieren dürfte. Also es geht hier bei diesen meisten Liedern also um Wein und Geselligkeit. Und im ursprünglichen Sinne geht es ja um diese Studentenlieder, wie das damals so vonstatten ging in der Kneipe. Haben Sie so ein bisschen Bezug dazu? Wie kam es denn da zum Singen? Man hatte ja eigentlich den Text. Wie kam man zum Singen dann dort? Ja, sicherlich gerne, nachdem schon ein bisschen Wein getrunken wurde, erlöst die Zunge. Ja, erhitzt das Gemüt und dann fällt es leichter auch zu singen. Und natürlich gab es früher, und das gibt es ja heute noch, also so eine Geselligkeitskultur, in der man viel leichter ins Singen kommt, als wenn man sonntags zu Hause beim Mittagsmahl sitzt, da würde man vielleicht nicht auf die Idee kommen. Also es ist ein Ausdruck von Geselligkeit. Und das muss schon in der Antike so gewesen sein, denn Trinklieder gibt es auch in lateinischer Sprache, aus der römischen Antike vor allen Dingen. Und wie so vieles, was in der Antike begann, hat sich auch das fortgesetzt. Es gibt viele Trinklieder aus dem Mittelalter. Und was wir als Texte kennen, ist vielleicht besonders bekannt aus Carmina Burana, das was dann Karl Orff später zu einem ja, bis heute ja überaus beliebten Werk verarbeitet hat. Und da spielt ja eine ganze Szene in Taberna, in der Kneipe, würden wir sagen. Ne? Und da wird über das Trinken und das Feiern und das Fröhlichsein gesungen. Und das setzt sich fort durch die Jahrhunderte, die dann folgen und insbesondere natürlich auch im 19. Jahrhundert. Da gab es Studentenvereinigungen, die sich organisierten, die Feste machten. Wir haben das in Form von studentischen Verbindungen bis heute. Ich war nie in einer solchen Verbindung, habe auch solche Feste nicht besucht, aber habe davon gehört, wie es dazu geht. Und das ist sicherlich mit dem Wort feucht-fröhlich angemessen charakterisiert. Und da wird auch gesungen. Und dann sind wir schon wieder bei Scheffel und seiner Zeit, in der das eine große Rolle spielte. Aber interessant ist ja, dass die Lieder, die er komponierte aus dem Zyklus Gaudeamus von Scheffel, keine Lieder sind, die man bei Feiern singen könnte. Da ist schon der erste Punkt, dass da ein Klavier dabei ist. Und zwar eins, das nicht einfach nur ein bisschen unterstützt, sondern das eine ganz eigenständige Art von Bedeutung hat. Offenbar damals das Klavier wurde in diesen Kreisen auch Bierorgel genannt. Bierorgel, das, ja. Das hören Sie als Pianistin sicherlich mit einem gewissen Fremden. Oder Sie hören es gern, ja. Ja, also nehmen wir mal an, dass so manches Bier auch in dieser Orgel gelandet ist und das spezielle Klangaroma erzeugte.
Das möchte ich aber bei den Scheffel-Liedern nicht so gern hören. Da wäre ich doch für ein unversehrtes Klavier. Ich denke, Sie auch. Ja, allerdings. Also da gibt es ein paar Stellen, die man auch tatsächlich üben musste. Ja, muss ich üben. Und er hat wirklich sehr schön und sehr sorgfältig komponiert, mit hohem Anspruch. Manchmal gibt es den Tonfall der Kommerzlieder oder wie immer man die nennen möchte. Und sehr oft aber ist doch eher der Klang eines Kunstliedes zu hören. Eines anspruchsvollen Kunstliedes und es ist sehr lohnend, sich mit diesen Stücken zu beschäftigen. Zuletzt wollen wir Sie noch fragen, ob Sie denn mit uns vielleicht einmal anstoßen wollen auf dieses Gaudiamus. Ja, ja, dann also sagen wir es aber mit Goethe, ergo bibamus. Ja, also, genau, bibamus. Ne? Authentisch. Ein feiner Tropfen. Schön war das. Hast du gut gemacht oder haben wir gut gemacht? Ja, und um einiges schlauer sind wir jetzt. Ja, auf jeden Fall. Auf Jensen. Prost. Und auf Scheffel. Auf Scheffel. Und weißt du was? Bevor wir den ganzen Zyklus angehen, gehen wir erstmal eine Runde in die Kneipe. So machen wir das. So machen wir das. Prost. Prost. Im schwarzen Wolf zu Askalon, da trank ein Mann drei Tag. Bis das ersteif wie ein Besenstiel am Marmortische lag. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der Wirt, halt an, der trinkt von meinem Dattelsaft mehr als er zahlen kann. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da brachte der Kellner Schar in Keilschrift auf 6 Ziegelstein dem Gast die Rechnung dar. Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da sprach der Gast, o weh, mein bares Geld ging alles drauf im zu Askalon, da schlug die Uhr halb vier, da warf der Hausknecht das Nobiland den Fremden vor die Tür. Im schwarzen Walfisch zu Askalon wird kein Prophet geirrt. Und wer verknickt, dort leben will. Und wer verknickt, dort leben will. Zeigt bar, was er verknickt.